Und zwar hat er ein Statement zum Krieg im Nahen Osten abgegeben. Yildirim hat die Schnauze voll, Ausrufezeichen. Echte Bomben töten echte Menschen. Die Hinterbliebenen zittern, schreien und weinen. Während unsere führenden Politiker und Medien das alles mit Selbstverteidigungsrecht rechtfertigen. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, das spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Local Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein. Heute mal von Kaya Jana. Ja? Lange nicht mehr gesehen, den Cousin. Früher auf jeden Fall immer reingezogen, seine Geschichten, die er gemacht hat. So. Guter Mann auf jeden Fall. Und zwar hat er ein Statement zum Krieg im Nahen Osten abgegeben. Yildirim hat die Schnauze voll, Ausrufezeichen. Wir gucken uns das an. Ich finde das gut, dass immer mehr Leute auch aus der Öffentlichkeit ihre Stimme teilweise für Dinge erheben, die jetzt erstmal so gegen das Mainstream-Narrativ sprechen, sage ich mal. So gerade in Deutschland aktuell wird ja eigentlich immer nur pro Israel erzählt in den Mainstream-Medien, Nachrichten etc. pp. Und dass jetzt jemand, der auch ein bisschen Reichweite hat, der schon seit Generationen fast, Alter, im deutschen Öffentlichkeitsleben, was Fernseh, Comedy und so angeht, am Start ist, dann auch mal was erzählt, finde ich gut. Ich bin gespannt, was hier erzählt wird. Ich liebe euch, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal, wir gehen rein und los. Hey Leute, was geht oder geht nichts? Heute eine Sonderausgabe vom Tagesguck. Wir haben heute die Yildirim, die Kela Yildirim. Wie alt ist der Kaya eigentlich, Mann? Der sieht immer noch gleich aus, finde ich, wie damals. Ich möchte sich wahnsinnig gerne äußern zur aktuellen politischen Lage. Was heutige Thema muss ich mal... Gaza! Bist du bekloppt? Das ist so kompliziert. Ein falsches Wort und mein Fahrstuhl ist kaputt. Okay. Heute... Bester Mann, ja. Ich spreche sehr gern über Nahostkonflikt. Ne? Mein Leben ist, so wie du es kennst, vorbei. Also nicht so nah wie Ukraine, sondern Israel, Palästina. Etwas fernerer Nahosten. Der erste Opfer von dem Krieg ist die Wahrheit. Sagte schon vor über 100 Jahren Hiram U. Johnson. Aber damals gab es kein Handy, kein Social Media, nichts. Musste man glauben, was Facts. Die Presse las. Und das wurde alles in den letzten 100 Jahren gelogen, ne? Ganz viel Scheiße wurde erzählt. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. I take the fact that he develops weapons of mass destruction very seriously. Ihr erinnert euch. Also wenn ihr euch erinnert, dann ihr seid... Die Lügen, ja, jo. Der Alt. Guter Mann, Digga, dass er diese zwei Sachen ausgepackt hat. Man nennt diese Desinformation, ja? Also ist, man nennt, sagt gezielte Verbreiter von Falschinformationen, um dich zu verarschen, um zu lügen. Lüge. 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 Ja, Digga, geil, Alter, noch diese Memes eingebaut, fühl ich. Information auch scheiße, aber ist nichts bewusst, weil ist, man ist doof. Also so wie ganze Social Media. Schipper. Guck mal, es gibt zum Beispiel falsches Zusammenhang, ist Desinformation. Ja? Dieser Typ sagt, Rakete wurde gefeuert auf Tel Aviv. Aber Bellingcat ist ein Faktchecker aus Niederlande. Ja? Wo kommt er, Rudi Carell? Hat herausgefunden, Video 3 Jahre alt. Ist aus... Mhm. Immer mehr Leute kommen auf den Trichter, dass die Medien nicht dafür da sind, um uns zu informieren, sondern um uns quasi zu indoktrinieren, dass wir uns danach richten. Deswegen heißt es auch Nachrichten. Und die spielen mit Dingen, die sind einfach crazy so. Also das ist ja schon öfter mal passiert, dass die einfach auf Aufnahmen aus dem Archiv zurückgegriffen haben, um gewisse Dinge so aussehen zu lassen, als ob sie gerade so sind, obwohl die gar nicht so sind, damit die Bevölkerung halt emotionalisiert ist und einfach alles mitmacht, was die Regierungen entscheiden. So, weißt du, das ist halt für Leute wie uns, ja, mit einem fest sitzenden Aluhut quasi auf dem Kopf, schon die Normalität. Aber viele Leute müssen das noch verstehen. Und ich hoffe, immer mehr werden das auch verstehen. Yeah. This video that appeared to be shot at night claimed that it was Hamas shooting missiles at Israel. And it is a very difficult video to geolocate to see exactly where this is. But we were able to find an older version of the video. We think this video actually occurred in Syria. Krass. Off of that, we can at least come to the media conclusion that it was not actively happening today. Andere Desinformation, zum Beispiel die Lüge von 40 geköpften Babys. Joe Biden, amerikanischer Präsident, höchstpersönlich, hat Bilder gesehen.
I never really thought that I would see and have confirmed. Digga, weg. Ich kann den nicht ernst nehmen, sag ich dir ehrlich. Pictures of terrorists. Der kann kaum noch reden, der Cousin. Beheading children. I never thought I'd ever. Anyway. Oder doch nicht, hä? Und kurze Zeit später hat gesagt, ach, ich weiß nicht, hab ich gesehen, hab ich nicht. Digga. War alle und die 40 Babys oder alle und die 40 Räuber, ach, ich weiß auch nicht. Ist schwierig mit diesem Mann. Er ist alt. Die belügen uns von vorne bis hinten, Freunde. Ja, das ist crazy. Aiwa! Kurz mal. Eigentlich lacht man nicht über alte Männer, die nicht mehr richtig laufen können, so, aber bei Joe ist es eine Ausnahme. Sorry, Digga, ich bin eigentlich mal. Hat doch sowas gesagt. America is a nation that can be defined in a single word. I was gonna put him. Ja, Digga! Man hat doch sowas gesagt. America is a nation that can be defined in a single word. I was gonna put him. Später, man hat herausgefunden, nachdem man reingegangen ist, scheiße Witz, entschuldige, ne? Aber ich wollte immer mal machen. Cringe. Man hat herausgefunden, diese Lüge mit die 40 Babys kommt von einem Extremisten, diese Siedler ist sehr extrem. David Benzin, Ben Zion, ist bekannt dafür, Probleme und Stress mit Palästinensern zu machen. Macht immer ganz viele. Macht die Streit und sagt, komm mal, mach. Warum macht diese? Damit kann er rauswerfen, aus den Häusern. They are very bad. They cut head of children, cut head of women. But we are stronger than them. Bitte, verstehen Sie mich nichts falsch. Hamas auch scheiße. I am not the spokesman for Hamas. I'm not saying you are. I'm not saying you. Heftiger Talk. Der Talk hier von den beiden, heftig. Wollte ich eigentlich drauf reagieren, aber viele können hier leider kein Englisch. Ja. Spokesman. You're talking to me. I fucking hate them. Hamas. You are. No. Are you happy? Aber Israel ist einzige Demokratie im Nahen Osten. A beacon of hope. Hat viel moralische Ansprüche, sehr hoch. I can tell you categorically, there is no army in the world that acts in a more moral fashion than the army of Israel. Was sagt eigentlich Bundeskanzler Scholz? Digga, wenn die sich da so hinstellen, wenn der sich hinstellt und sagt, es gibt keine Armee, die moralischer ist als unsere Armee, so, dann ist das einfach Cap, Digga, das ist einfach eine heftige Lüge, so. Ist doch, wenn einer dir das so offensichtlich in die Kamera so sagen muss, dann ist das definitiv gelogen, so. So, die sagen uns irgendwas und machen was ganz anderes so. Und die Leute hören zu und die glauben das. Das ist so das Krasse für mich. Weißt du, wie ich meine? So, du sollst Menschen nicht danach bewerten, was die reden, sondern was die tun. Und das, was die tun, ist ekelhaft. So, unmenschlich. Muss aufs Schlimmste verurteilt werden. Das sind Terroristen meiner Meinung nach so. Weißt du? Sorry, aber ich muss das so sagen. Genauso wie die Amis. Diese Shots. Obwohl, die kann man auch gar nicht so gut voneinander trennen, die zwei. Wenn wir jetzt das mal verbinden mit der ganzen Epstein-Geschichte und mit den ganzen Theorien, die darum kursieren, dass der Epstein eigentlich ein Mossad-Agent eventuell gewesen ist und diese ganzen amerikanischen Regierungsbeamten und so und auch internationale Regierungsbeamte bewusst auf diese Inseln gelockt hat, damit sie kontrolliert werden können vom Mossad, so. Da muss man dann auch mal eins und eins einfach zusammenzählen, weißt du? Er sagt, Deutschland muss einen sehr großen Strand haben am Mittelmeer, denn tatsächlich kommen mehr Flüchtlinge nach Deutschland als jeder andere Land da draußen. Er hat gesagt, aber hat mit diesem Thema nichts zu tun. Ne? Es handelt sich
bei Israel um eine Demokratie. Und das guck mal, so eine Sache, das ist schon Körpersprache, das ist schon so, das ist jetzt Psychologie ein bisschen, weißt du, Körpersprache studiert dies, das, blablabla. Aber der, hast du gemerkt, wie der ein Kloß im Hals hat, bei der, bevor er das gesagt hat, was er gesagt hat, dass er das nicht richtig aussprechen konnte, so. Das könnte tiefere Gründe haben, warum das so war. Weißt du, wie ich meine? Da gehen wir jetzt rein, das ist Spekulation, aber... Es handelt sich... Guck mal seinen Ausdruck dabei an. So, der kriegt es kaum raus. Bei Israel um eine Demokratie. Und deshalb kann man sicher sein, dass die israelische Armee auch bei dem, was sie macht, die Regeln beachten wird. Ja, bei diesen Jungs innen fehlt mir eh so, ich sehe da wenig Menschliches noch, weißt du, ob bei Joe Biden oder bei dem Cousin, der jetzt da gerade steht, so, wo bist du? Ich sehe dich nicht. Wo ist deine Seele, Dicker? Die ist nicht, ich sehe die nicht, ich spüre die nicht, ich fühle da nichts. Warum? Die sich aus dem Völkerrecht ergeben. Na klar. Israel macht einen Krieg. So viele unschuldige Leute tot. Auch für die Generalsekretär von den Vereinten Nationen ist geschockt. Er sagt, die Art, die Kriegsführung, die Israel macht diese. Und die Gründe, das sagt, warum es diese Kriegsführung macht, das kapiert nichts. We are witnessing a killing of civilians that is unparalleled and unprecedented in any conflict since I am Secretary General. Niemand kapiert. IDF kann, wenn will, sehr präzise bombardieren, guckst du, Libanon? Top Hamas official Salah al-Aruri, the target of a strike in this Hezbollah stronghold. It was a drone that launched two loaded missiles, then it dropped down. Präzise, aber Gaza nichts präzise. Zu viele Leute sterben. Angriffe so präzise wie Dresden 45. Genozid. In nur einer halben Stunde werden fast 1000 Tonnen Spreng- und Brandbomben abgeworfen. Mindestens 25.000 Menschen sind verbrannt, erstickt, verschüttet. Fast alle Staaten und die Vereinten Nationen und fast alle Hilfs- und Menschenrechtsorganisationen fordern sofortige Waffenstillstand, aber sofort. Natürlich müssen alle verbliebenen Geiseln sofort freigelassen werden. Macht die Scheiße Hamas nicht. Aber wie viele Geiseln wurden bis jetzt durch Verhandlungen befreit und wie viele durch Bombardierung? Huh? Von 7. Oktober 2023, Hamas hat von Gaza einen Terrorangriff auf Israel gemacht. 1139 Menschen, teilweise barbarisch getötet. Hamas hat 52 Menschen als Geisel in die Gazastreifen zurückgenommen. Dann Israel hat gemacht Gegenangriff. Zuerst Bomben auf Gaza. Was auch schon fragwürdig ist, wie das überhaupt zustande kommen konnte, ne? So. Das ist ja eine der heftigsten Intelligence Agencies, die es auf der Welt gibt. So, ne? Auf der ganzen Welt. So, die spielen ganz obere Liga, so. Wenn nicht sogar die oberste Liga. Und dass die das nicht kommen sehen haben angeblich und dass das einfach so passieren konnte, wie es passiert ist, ist auch eine Sache, die schon dubios ist. Die schon einfach gar nicht hinterfragt wird, so. Da haben sich noch nie einer im deutschen Fernsehen hat sich hingesetzt und das mal kritisch hinterfragt, so offiziell von den Mainstream-Medien. So. Aber das ist schon dubios, da muss man eigentlich schon reingehen. Da muss man eigentlich schon gucken, so, wie konnte das überhaupt passieren? Oder kann es eventuell möglich sein, dass sowas bewusst zugelassen wurde, damit man danach gewisse Dinge tun kann? So. Das ist auch nicht nur das erste Mal passiert, weißt du, wie ich meine? So. Diese Spekulation gibt es bei 9-11, die gibt es auch noch bei ganz vielen anderen Themen. So. Und dann kommen die Soldaten. And the Israeli military is expanding its ground offensive into all parts of Gaza, telling people in the south to evacuate to safe zones. Heute, wir haben ca. 30.000 Zivilisten tot auf palästinensischer Seite. Über die. Das macht einfach den Eindruck von meiner Seite, dass die das, dass die einen Grund dafür brauchten, den Gazastreifen komplett zu vernichten und wegzubombardieren. Egal wie viel Menschenleben das kostet oder nicht so. Weil auch die Reaktion darauf, wie er es gerade 30.000 Menschen und es hat nicht mehr aufgehört. So, die machen weiter. Und nicht präzise, sondern einfach flächendeckend so. Und ganz viele Leute, gerade die Regierungen oder Militärs und die Menschen, die da was gegen tun könnten, gucken einfach weg, halten ihre Schnauze und unterstützen dabei sogar. Hälfte davon, Frauen und Kinder. Gut, die Zahlen sind aus Gaza, Gesundheitsministerium, gehört Hamas. Ich weiß, man kann sagen, die lügen. Aber guck mal, UNO und Israel hat in früheren Konflikten
oft gesagt, wie stimmt diese Zahl von der Hamas? I think the Palestinian people currently in this world is the only people who have to prove that they have been killed. Look, we have been doing research in Gaza for more than 20 years. We have published numbers in scientific peer-reviewed journals. You know, this is part of the fog of war. Dass man sowas überhaupt so eine lange Zeit zulässt, das ist so krank, Bro. Die Welt ist echt. Wir befinden uns an einem Punkt auf der Erde, so, der einfach immer heftiger wird, so, ne? Und es ist immer wichtiger, den Glauben an das Gute nicht zu verlieren, weil es immer ekelhafter wird und immer mehr Sachen ans Licht kommen und man immer mehr sieht, wie die Welt aufgeteilt ist. Dass es Menschen gibt, die mehr wert sind und weniger wert sind, durch bestimmte Hautfarben, Religion etc. Über Afrika brauchen wir gar nicht anfangen zu reden. So, das juckt gar keinen, was mit den schwarzen Menschen in Afrika passiert. So, interessiert einfach niemanden, weißt du? Aber diese Sachen werden immer mehr nach vorne, es werden immer mehr normale Menschen in Anführungszeichen von diesen Sachen mitbekommen und das auf dem Schirm bekommen. Und das sorgt dafür, dass immer mehr Menschen aufwachen werden, so. Und hoffentlich immer mehr Menschen anfangen werden zu glauben, in die Spiritualität finden, den Kopf nicht in den Sand stecken und einfach, ja, aufwachen, so, weißt du? Und dass wir irgendwann wieder an dem Punkt sind, wo wir uns aufs Menschsein konzentrieren und nicht mehr kontrollier- und steuerbar sind, so wie wir es die letzten, ja, wie wir es halt sind gerade aktuell, weißt du? Of the disinformation campaign. Everything the Palestinians are saying is a lie. Everything the Israelis and the Americans are saying, it's the truth. Believe me, it's the other way around. Wenn die genauen Zahlen nicht kennen, weil gibt noch sehr viele Menschen unter die ganzen Trümmer, kannst du nicht rausnehmen, sie immer noch begraben. Ist schlimm. Hat gesagt, wir können davon ausgehen, das ist um vielfache höher, der Opfer. Von der palästinensischen Seite gegenüber von israelischer Seite. Das ist nichts Verhältnisscheiße. Das ist nicht mehr Auge um Auge, sondern Auge um den ganzen Körper. Man sagt, dieser Krieg ist Selbstverteidigung. Entschuldigen, aber ich sehe nur Angriff. Israel hat in einer Woche 6.000 Bomben über Gaza abgeworfen. 6.000. Die USA haben ungefähr dieselbe Menge in Afghanistan geworfen in einem Jahr. Jetzt in Gaza mehr als 12.000 Bomben. Hört nichts auf. The Bible says that there is a time for peace and a time for war. Was laberst du, Digga? This is a time for war. Devil. Hört nichts auf. Wir reden über Gaza. Sehr viele Leute auf sehr kleinem Land. Dicht besiedelt. Hamas ist keine Armee. 25.000 Kämpfer mit Maschinengewehren und Raketen auf Wisch bestellt. Die oft gar nicht ihr Ziel erreichen. Geht sogar auf den Gazastreifen runter der Rakete. Tötet sehr viele Palästinenser. Und wenn diese Rakete über die Mauer fliegen nach Israel, dann Israel macht kaputt, sofort. Mit beste Abwehrsystem von der Welt. Israel hat eine Armee von 100.000. Luftwaffe, Schiffe, Drohnen, alles. Die stärkste Armee von der ganzen Welt. Bezahlt von den USA. Ich frage. Wie würde IDF aussehen ohne Waffen von den USA? So vielleicht? Sagen wir mal, die RAF hätte in den 70er vom ganzen Westen in Straßburg einen Terrorakt gemacht. Hätte Frankreich sofort angegriffen? Deutschland sofort angegriffen? Ganz Deutschland gleich bombardiert? Die Bevölkerung vertrieben? Und zu Polen gesagt, guck mal, mach mal die Grenze auf, nimm mal die durch hier. Ja, aber IDF macht alles, um Menschen zu schützen, Keller. Sie klopft vorher an. Bevor sie bombardieren. Klopf, klopf. Herein. Entschuldigen. Bitte gehen Sie. Komm gleich Bombe. Danke, haben Sie geklopft. Ja? Bausparvertrag kaputt, aber mein Leben ist gerettet. Dankeschön. Im Ernst. Guck mal. Anklopfen sieht so aus. This is how the Israeli military is warning Palestinians of an impending missile strike in Gaza. A small missile shell is launched on the target, supposedly to give people a chance to evacuate. And then, Tiger. A little more later, the real missiles hit. Bruder, stell dir mal vor, du bist da als Mensch einfach so, weißt du, wie ich meine? Menschlich, versetz dich mal in die Lage rein, du wohnst da, Digi, oder du kriegst es mit, vor deinen Augen sowas zu sehen. Oh, Bro. Das ist sehr, sehr schwierig, weil schon ganz viele Menschen alleine durch die Scheiße anklopfen sind getötet worden. Natürlich, Israel hat Existenzrecht. Ich bitte, gibt überhaupt keine. Die nennen das Anklopfen. Das musst du dir mal geben, Digga. Aber in welche Wie unmenschlich. Welche?
Guck mal, das ist Israel. Nein, das ist Israel. Yes, Israel. Gib mal diese auch Israel. IDF hat Krankenhäuser bombardiert. Krankenhäuser, Chok Ayim. The only thing I can say categorically is that this was not an intentional IDF strike. That is beyond doubt. Israeli Prime Minister today said, and I quote, the intelligence from multiple sources said that it's the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch. Your response? He is a liar. Es ist aber interessant, darauf zu verweisen, dass gestern ein Sprecher der israelischen Armee, Hanania Naftali, die folgende Botschaft verbreitete über Twitter X. Breaking, die israelische Luftwaffe hat soeben eine Terrorbasis der Hamas in einem Krankenhaus in Gaza getroffen. Zahlreiche Terroristen sind getötet. Es bricht einem das Herz, dass die Hamas Raketen abschießt aus Krankenhäusern, Moscheen, Schulen und dabei Menschen als Schutzschilde benutzt. Das war 2 Minuten zu lesen auf X und Twitter. Danach wurde es gelöscht. Kannst du keine Krankenhäuser? Warum? Ich bitte dich. IDF sagt, ja, war da drin, war Hamas. Hamas war drin, wir mussten das machen. Hier, im Al-Shifa-Krankenhaus haben sie gesagt, diese Animation. Sie sagt, das ist in Al-Shifa. Sieht ein bisschen aus wie Computerspiel. We'll have total authority to create the perfect underground community. Turn an extra... Haben die nicht auch versucht zu sagen, dass das die Hamas selber war, Digga? Ja, oder? Into the very picture of vault life. Aber dann, als fertig waren wir alle, mit Bombe, mit Belagerung, mit der Schießerei. IDF hat gezeigt nur das, leere Räume. Wenn Hamas das war und abgehauen ist und hat alles leer gemacht, warum waren noch Waffen da? Die BBC, englische, hat Beweisvideos der IDF übergeprüft. This is what they found. Israel also released its own 7-minute video, which BBC verifiers analyzed. A watch, visible in that video, suggests it was filmed a few hours before the BBC arrived. The BBC was shown the same room. And what we see in the two videos doesn't precisely match. Guck dir das an. Krass, Digga. Gun in the IDF video, two by the time of the BBC footage. Dann IDF zeigt diese Video hier. I can't believe I'm doing this, but the world has to know what Hamas is making here. Taking over the entire hospital. Die TV-Sende aus Frankreich, France 24. Digga, die können das alles faken, ne? Das ist euch bewusst, oder? Die können alles faken, Mann. Die können Schauspieler einstellen, die können Videos machen, die können euch Dinge zeigen, die können so und so berichten, die können komplett euren Kopf ficken, wenn die wollen. Wenn die wirklich wollen, dann können die uns komplett verarschen. Das haben die auch schon öfter getan. So. Es gibt Dinge, wo wir gar nicht mal ansatzweise wissen, was eigentlich wirklich passiert. Deswegen bin ich auch einer, der sich nicht so viel mit diesen politischen Themen mehr auseinandersetzt, weil ich ganz genau weiß, dass wir dadurch auch in die Irre geführt werden. So. Die wollen uns emotionalisieren, die wollen uns Dinge zeigen, die wollen, dass wir, das hat der Belasch in meinem Talk auch gut gesagt so, die wollen, wenn du überall auf Social Media und überall in den Nachrichten und so immer nur ein Thema siehst, dann heißt das, dass die wollen, dass wir genau auf dieses Thema gucken. Eventuell, weil im Hintergrund ganz andere Themen abgehen oder weil die Wurzel eigentlich eine ganz andere ist als das, was uns gerade präsentiert wird, wo wir emotional werden, posten und durchdrehen, so, weißt du? Die wollen, wenn der Lichtkegel auf einer Sache ist, dann ist das bewusst so. Und das muss man sich halt klar machen. Übergeprüft. War alles falsch. Audio falsch. Akzent falsch. Farbe von Horoskop, alles falsch. Siehst du? Person falsch. Das ist lächerlich. Nein, sie lügen weiter. Alles, was im Fernsehen gezeigt wird, hat den einzigen Zweck, dass du es auch siehst, um dich zu kontrollieren. Heutzutage nicht mal mehr nur Fernsehen. Auch auf Social Media. Die Algorithmen und so sind auch kontrolliert. So. Und diese ganzen Intelligence Agencies, CIA, FBI, Mossad etc. pp., die greifen auch da ein. Haben die auch während der Corona-Pandemie gemacht, um gewisse Dinge zu unterdrücken, andere Dinge zu pushen. Also wenn du auf Reels oder auf TikTok immer nur die gleichen Sachen siehst, so, dann musst du dir bewusst darüber sein, dass du genau diese Sachen sehen sollst. Aus einem Grund, weißt du? Wir müssen heutzutage echt aufpassen, warum gewisse Dinge gerade so heftig gepusht werden und warum unsere Aufmerksamkeit auf gewisse Dinge gelenkt werden soll. Das hat alles immer noch einen tieferen Grund, den wir verstehen müssen, so, weißt du? Ich glaube trotzdem, dass auf eine gewisse andere Art und Weise wir die Möglichkeit durch Social Media haben, auf Themen aufmerksam zu machen, die vielleicht gerade nicht im Fokus stehen und die auch nicht im Fokus sein sollen, und die dann mit unserer Reichweite nach außen tragen können, auch wenn das unterdrückt wird. Wir haben diese Möglichkeit und es gibt auch Leute, die das tun, so, weißt du? Deswegen, wir müssen immer differenziert an die Sache rangehen. Seid nicht zu blind, seid nicht zu stumpf, weißt du? Seid nicht zu leicht beeindruckbar. Fragt euch immer einfach, was könnte der Grund sein, warum das jetzt gerade genau so läuft, wie es gerade läuft, so? Könnte da eventuell noch irgendwas anderes dahinter stecken oder so?
Ja, das fickt ein bisschen Kopf, aber es ist halt so, die sind ja nicht dumm. Das ist wie ein Schachspiel, Bro. Das ist kein, okay, das wird präsentiert, das ist jetzt die Wahl. Nee, du musst recherchieren, mies. Mehr Lüge. Entschuldige. Guck mal, das hier wäre ein Plan von Hamas. Ist gefunden worden im Bunker von Al-Shifa-Krankenhaus. This list, in Arabic, this list says we are in an operation. The operation against Israel started in the 7th of October. This is a Guardian list where every terrorist writes his name and every terrorist has his own shift guarding the people that were here. Wurde gefunden an die Wand. Darauf soll aufgezeichnet sein, welche Kämpfer hat welche Schicht übernommen. But there are no Hamas agents' names on this sheet whatsoever. In fact, there are no names at all. The only text here that's here in Arabic, the only names here are in fact the days of the week. Was nur Wochentage auf Arabisch. Man nennt diese Kalender. Digga, das ist krass. Ich verstehe nichts. Ein verarschender. Digga. Bro. Und das wird aber, ihr müsst euch eins bewusst machen, so. Das zweite Video wird nicht in den Mainstream-Medien gezeigt. So. Die Leute, die sich das reingezogen haben, die glauben das hier. Das ist das, was überall verbreitet wird. Was überall in Mainstream-Medien am Start ist, so. Das hier, was die sagt, das sieht nur eine kleine, das sehen nicht alle Leute, weißt du? Das ist ja immer das Kranke dabei. Names on this sheet whatsoever. In fact, there are no names at all. The only text here that's here in Arabic, the only names here are in fact the days of the week. Was nur Wochentage auf Arabisch. Man nennt diese Kalender. Ich verstehe das nichts. Ich verstehe nichts. Wenn verarschen, dann bitte richtig. Es gibt so viele Leute, die schreiben gute Filme. Mein Lieblingsfilm ist Einer flog über der Kuckucksnest. Sehr guter Film. Ich liebe den. IDF ist ein Soldat. Nichts Schauspieler. Hört denn besser, als dass sie lügen. Politiker auch nichts besser. Israelische Präsident Isaac Herzog präsentiert diese hier. This is material which was found on the body of one of those sadistic villains. It's Al-Qaeda material. Official Al-Qaeda material. We're dealing with ISIS, Al-Qaeda and Hamas. This is what we're dealing with. And in this... ISIS, Al-Qaeda und Hamas. Okay, wer hat diese drei Gruppen denn im Ursprung mitgegründet und finanziert? Bro, so würde ich das Interview jetzt hier unterbrechen an der Stelle. President of Israel, Isaac Herzog. Verzähl mal. There were instructions how to produce chemical weapons. This is, it speaks about arson and it speaks about various chemicals that come out and produce chemical weapons. Simple as that. IDF hat gefunden am Körper von einem toten Hamas-Kämpfer diese Anleitung zum Bau einer chemischen Waffe. Ich kenne das von irgendwo. Wegen dieser 1 Million Menschen tot. 1 Million. Und dieser Beweis von Herzog Scheiße. 1 Million Menschen sind gestorben auf Grundlage einer Lüge. Dicker, das ist schon so oft passiert in der Historie und die Leute vertrauen den Scheiß immer noch. Das ist so crazy. Desinformation. Erinnert euch. Desinformation. Das ist ein Buch von Attentäter Ramzi Youssef. Ich weiß nicht, was der Titel ist. Wie wird man bessere Mujahideen oder so ein? Manche im Internet haben herausgefunden, was Herzog da zeigt. Haben Sie dechiffriert? Ein Bild von Vortrag von Terrorismusforscher. James Forrest von Seite 20. Einfach geklaut. Al-Qaeda will Massenvernichtungswaffen. Ich weiß nicht, was da drauf stand genau. In der heutigen Zeit, wo jeder Terrorist ein Handy hat, ist nicht ein bisschen komisch. Hast du eine DIN A4-Blatt und trägst mit dir rum und sagst, Entschuldige, ich muss mal ganz kurz gucken. Und geht nicht in die Hosentasche. Ups, rausgefallen. Brav, das sind alles Marionettenschauspieler, Digi. Jetzt weißt du auch, wie man baut die Scheiße. Und was hat Hamas mit Al-Qaeda zu tun? Stattdessen, ja, Herzog versucht ein paar Tage später nochmal ein bisschen Beweise zu zeigen. Diesmal hat man gefunden ein Buch. Manche Leute kennen ein Buch, Mein Kampf von Adolf Hitler. Und wo hat man gefunden? Ein Kinderzimmer. Oh, in ein Kinderzimmer. Wurde vorher bombardiert, alles kaputt, aber das Buch ist noch da. Buch sieht gut aus. Pass. Genauso wie der, die haben doch auch den Passport von wie hieß er? Mohammed Atta gefunden, 9-11. Alles zerbombt, alles zerstört, Digga, aber der Ausweis lag da. Auf easy, Dicker. Unzerstörbar. Mein Kampfbuch gefunden da, Digga. Ist dein Ernst? Well, this book was found just a few days ago in northern Gaza. Digga, guck mal, das ist so ein Fake-Scheiß, Digga. Das ist doch, Bruder. Hör auf, Digga. In a children's living room, which was turned into a military operation base of Hamas, on one of... on the body of one of the terrorists and murderers of Hamas, and he even marked... Genau Notizen gemacht und genau hier da, wo man hier mit...
Leute, das ist unglaublich. Das ist crazy, Digga, das ist crazy, Mann. Respekt doch vor Kaya, dass er das so... Feier ich, Digga. Bester Mann, schaut uns gehen raus. Zufälligerweise, man hat ein Buch gefunden. Kann natürlich auch gewesen sein, dass jemand vielleicht eventuell kann. Man weiß nicht, man war nicht dabei, aber vielleicht hat man jemand dieses Buch da platziert. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Wer zehnmal lügt, dem ist das scheißegal. Aber guck mal, diese Leute Effekt besser als Fakten. Mark Twain hat mal gesagt, eine Lüge ist bereits dreimal um die Erde gelaufen, bevor sich den Wahrheit die Schuhe anzieht. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Das ist unfassbar. Diese ganze ist so. Das ist einfach so viel. Lügt mehr als meine Frau. Nein, ist im Ernst. Das ist ein sehr hartes Thema. Bitte, vielleicht kannst du noch was sagen. Es gibt einen Fakt, den niemand bestreiten kann. Seit dem 7. Oktober sterben jeden Tag unschuldige Zivilisten in Gaza. Wir wissen, es wurden tausende Kinder, tausende Frauen getötet. Es wurden hunderte medizinische Kräfte, hunderte UN-Mitarbeiter, hunderte Journalisten getötet. Mehr als 2 Millionen Menschen wurden vertrieben. Es gibt faktisch keine Schutzzonen, weder im Norden noch im Süden. Das Völkerrecht wird tagtäglich mit Füßen getreten. Je länger die Bombardierung und Bodenoffensive Israels andauert, desto mehr Menschen werden traumatisiert und auch radikalisiert. Vor allem werden sie verletzt und getötet. Vielen ist nicht bewusst, dass ein Krieg nicht mit der letzten Bombe endet, die jemandem seine Liebsten nimmt. Er lebt in den Menschen weiter und sorgt für inneren und äußeren Unfrieden. Ich hoffe, wir sind alle nicht schon abgestumpft. Denn wenn wir unsere Smartphones zücken, tauchen wir in eine wilde virtuelle Welt ein, die uns in Sekundenschnelle mit Bildern konfrontiert, die viel zu weit von unserer eigenen Lebensrealität entfernt sind. Aber das ist echt. Das passiert gerade wirklich. Echte Bomben töten echte Menschen. Die Hinterbliebenen zittern, schreien und weinen, während unsere führenden Politiker und Medien das alles mit Selbstverteidigungsrecht rechtfertigen. Da ist eine Mutter, die sich wünscht, nochmal die Stimme ihrer toten Tochter zu hören. Ein Vater, der nicht fassen kann, dass sein Sohn aus dem Schlaf nicht mehr aufwachen wird. Eine Tochter, die sich wünscht, statt ihrer Mutter getötet worden zu sein. Ein Großvater, dem die israelischen Bomben 27 Familienmitglieder genommen haben. Keiner von ihnen hatte etwas mit der Hamas zu tun. Nichts davon hatte etwas mit Selbstverteidigung zu tun. Nie wieder ist jetzt. Und für alle. Deshalb fordere ich Waffenstillstand. Jetzt. Gänsehaut, Digga. Stark, Bruder. Wir sind hinter dir auf jeden Fall. Crazy, Mann. Ist gut, dass einer aus dem Mainstream mal so ein Video gemacht hat, finde ich. Ich schwör's dir, ich hab grad immer noch Gänsehaut. Immer noch, ich schwör's dir. Crazy. Liebe geht raus auf jeden Fall. Kaya, ich liebe dich. Ich küsse euer Herz, eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out.